Herzlich willkommen zurück zu Cyberia, The World Before. Wir sind wieder unterwegs mit Gatewalker und es geht einmal weiter. Wir haben jetzt den Gorun entdeckt und ja, er war so ein Superheld im Widerstandskampf. Im Widerstandskampf, ja, wahrscheinlich. Und jetzt wollen wir noch Leni zur Rede stellen, weil sie hat uns so einiges verheimlicht. Und ich würde sagen, wir laufen da jetzt einfach hin. Verschlossen. Okay, das fing ja gut an. Müsste ja dann das nächste Zimmer sein, oder? Ah, Fräulein. Ich wusste, Sie kommen irgendwann wieder. Ganz offensichtlich haben Sie Ludwig schon kennengelernt. Ja. Und das hat viele Fragen über Sie aufgeworfen. Darüber, was Sie mir bereits erzählt haben und was Sie verschwiegen haben. Natürlich. Man kann seiner Vergangenheit davonlaufen, aber nie ganz entfliehen. Aber das wissen Sie ja selbst. Nicht wahr, Fräulein? Ich möchte es verstehen, Demoiselle Leni. Ich will verstehen, warum Sie nichts von Leons Tod erzählt haben, wie Sie mit ihm im Widerstand kämpften. Und über den Gorn. Über Herrn Ludwig. Herr Ludwig. Es hätte uns beiden so viel Zeit und Mühe erspart. Weil dadurch nur mehr Fragen aufgekommen wären. Fragen, die zu Ereignissen führen, über die ich noch nie gesprochen habe. Mit niemandem. Nicht einmal mit dir, lieber Ludwig. Leni. No. Doch, das spielt wohl jetzt keine Rolle mehr. Vielleicht ist es Zeit, mein Verbrechen zu gestehen. Ich habe mir schon gedacht, irgendwas muss dort vorgefallen sein. Es waren die besten Jahre meines Lebens. Ich war beim Widerstand, anders als mein feiger Vater. Und ich kämpfte an Leons Seite, nachdem er wie durch ein Wunder mit Ludwig aus Baltaja zurückkehrte. Es gab mir einen Sinn. Berge von Wagen, Berghütte am Silberspiegel, Sommer 44. Also werden wir jetzt wieder in die Vergangenheit gehen, ne? Oh Mann, oh Mann. Leon war ein großartiger Anführer. Ich hatte das Gefühl, er nahm mich endlich ernst. Besonders, da Dana nicht da war. Ich wusste, er liebte sie noch. Hatte er nicht die halbe Welt umrundet, um sie zu retten? Aber wir dachten alle, er sei zu spät gekommen und Dana sei mit ihren Eltern bei dem Pogrom umgekommen. Okay. Also glaubte ich, seine Trauer würde irgendwann ein Ende finden. Und dann fiel Dana vom Himmel. Buchstäblich. Oh, wie cool ist das denn? Dana wurde von London geschickt, richtig? Um den Einsatz zu leiten, den ihr Widerstandsnetzwerk plante. Die Ausschleusung eines Zivilisten in die Schweiz, glaube ich. Richtig. Aber Leon sagte uns nicht, dass Dana daran teilhatte. Vielleicht wagte er selbst nicht, daran zu glauben. Oh, das Wiedersehen. Ui. Ja.
Was für eine Art, sich wiederzusehen. Ja. Ein bisschen Romantik. Tadam. Das muss aber ein Schlag für sie gewesen sein, ne? Sie hätten die beiden sehen sollen, Fräulein. Es war, als wären sie nie getrennt gewesen. Ach ja. Wissen Sie, ob Dana jemals ein Kind erwähnt hat? Vielleicht hatten sie vor, in Balta ja eins zu kriegen. Wer weiß? In Balta ja? Was? Ich wollte auch gerade sagen, hä, irgendwie wie ja, jetzt. Sie sprachen ständig davon. Wie sie nach dem Krieg dort wohnen würden, zusammen mit Ludwig und seinem Stamm. Was, wenn Dana vielleicht danach alleine nach Baltaja gegangen ist? Könnte das vielleicht sein? Aber das war nur ein weiterer geplatzter Traum. Gut, ich sollte jetzt London kontaktieren. Mein Funkgerät ist unten. Okay. Leons Zeichenheft. Ja, das haben wir uns ja schon angeschaut, ne? Seine ganzen Reisen und so. Ich erkenne die Wagener Berge in diesen Zeichnungen. Leon muss sie während seiner Bergtouren in der Region gezeichnet haben. Die Zeichnungen sind aus dem Sommer, als wir uns kennenlernten. Diese Landschaften scheinen sich nicht in der Gegend von Wagen zu befinden. Naja, steht ja auch drauf, ne? Die Expedition. Leon muss diese Zeichnung gemacht haben, als er mit der Expedition in Baltaja war. Das ist eine Zeichnung der Gorons. Wirklich. Dana kommentiert das für mich hier gerade. Okay, das war's, ne? Haben wir hier? Ich muss einmal kurz hier. Herr Gustav hat mich hier untergebracht, als ich auf der Hütte arbeitete. Ich habe hier so viele Erinnerungen mit Leon. Als ich mit Junta nach London ging, hätte ich nie gedacht, dass ich noch einmal herkomme, geschweige denn Leon wiedersehe. Na, wie sich die Dinge entwickeln, ne? Eins von Leons Bildern. Ah. Er hat eines von mir gemalt, wie ich auf der Terrasse posiere, in dem Sommer, als wir uns kennenlernten. Er hat es mir sogar geschenkt, damit ich ihn nicht vergesse, solange er in Baltaja ist. Die braunen Schatten haben es wohl zusammen mit Papas Galerie zerstört. Das Bild haben wir ja ausgesucht, ne? Also, da gab es ja dieses mit dem, mit diesem Nebel und dann eins mit dem Wasserfall, meine ich, war das am Anfang. Cool. Ja, ja. Und Dana sieht jetzt mit dieser Jacke und dieser Hose doch ein bisschen Kate ähnlich, ne? So, erstmal alles wieder erkunden. Können wir hier entlang? Der Schlupfwinkel des Gorons. Ups. Kann man da reingehen? Lenis altes Zimmer. Ich sollte nicht reingehen. Oh, die ist bestimmt, die Arme ist voll niedergeschlagen. Da hat sie gedacht, so einmal hat sie doch noch die Chance. Aber jetzt doch nicht. Warte mal. Das Funkgerät, war das unten oder oben? Nicht, dass ich gleich aus Versehen wieder das Funkgerät anmache. Was haben wir hier?
Wir wollen ja noch mit den anderen reden. Was haben wir hier? Yuntas Versteck. Ich bezweifle, dass ich hier etwas finde, um das Funksignal zu verstärken. Sehr gut. Also hier kann mir der Patzer nicht passieren, oder? Obwohl das hier sieht nach einem Funkgerät aus. Das will ich mir jetzt nicht anschauen. Also hat Yunta sie wohl nie abgeholt. Es ist doch eigentlich kein Wunder, wenn man bedenkt, dass ein Weltkrieg ausgebrochen ist. Ja, das ist wahr. Oh, was haben wir hier? Na? So ein bisschen hier. Ration. Okay, das ist einfach nur zum Anschauen. Was für ein Chaos. Herr Gustav muss Yuntas Dunkelkammer als Lager genutzt haben, nachdem sie weg war. Kann man da noch hin? Nee. Okay. Gut. Ich habe so die vage Vermutung, dass das Ding hier auf dem Tisch vielleicht der Radiosender ist. Deswegen werde ich den erstmal nicht anschauen. Wenn das doch nicht ist, werde ich später nochmal hier hochgehen. Hoffentlich geht das dann. Ja, aber wir gehen jetzt runter und sprechen erstmal mit den anderen. Da, so, hier entlang. Hier gab es sonst auch nichts. Nee, gut. Und runter. Ich weiß nicht, Dana sieht auf einmal so erwachsen aus. Ach, das ist so komisch. Diesen Einrichtungen nach zu urteilen, scheint Leons Netzwerk besonders gut organisiert zu sein. Schade, dass das nicht auf alle Widerstandsnetzwerke zutrifft, mit denen wir zusammenarbeiten. Und erst am Malen? Darf ich? Ach, das sind die Zeichnungen. Leni und der Gorun scheinen sich nahe zu stehen. Schön, dass sie einen Freund gefunden hat. Nicht, dass Herr Gustav ihr keine Zuneigung entgegenbringt, aber sie war immer so allein auf der Hütte. Ja, aber es ist schon bitter, dass ihr einziger Freund halt ein Gorun ist und nicht irgendwie... Wahre Waffenbrüder und Schwestern. Man spürt, dass die drei immer zusammenhalten. Also waren die zwei dann wirklich alle ganz... Ach, der drei Gorun ganz hat dicker. Leon als seinen Bruder bezeichnet. Sie müssen viele Abenteuer zusammen erlebt haben, seit Leon ihn aus den Fängen von Herrn Berger befreit hat. Das ist schon süß. Sie zeichnen sehr gut. Für Sie, Dana Rose. Oh. Danke. Danke vielmals, Herr Ludwig. Es ist fast, als wären Sie an jenem Abend dabei gewesen. Leon hat erzählt. Oh. Das ist voll süß. Hat er von mir gesprochen? Die ganze Zeit. Oh. Ich sollte gehen. Dann bis später, Herr Ludwig. Herr Ludwig. Also irgendwo ist er ja ganz putzig. Diese Zeichnung sieht aus wie Leon und ich. Der Gorun muss sie nach Leons Erzählung angefertigt haben. Noch eine Kunstkritikerin. Schon süß. Okay. Dann... Oh, was ist das? Oder ist das hier... Nee, das sieht nach einer Tasche aus, ne? Das wird jetzt nicht das, dieses Radio-Ding sein. Nein, es ist das Radio-Ding. Zurück. Ihr habt nichts gesehen. Wir gehen jetzt einfach raus gleich. Ich schaue mir das nur hier kurz an. Nach dieser Propaganda gegen die Widerstandskämpfer zu urteilen, müssen die braunen Schatten recht verzweifelt sein. Die terroristische Weiße Armee hat eine weitere Sabotage begangen wahrscheinlich. Offenbar ist der Gorun ein Albtraum für die braunen Schatten. Er muss der Super-Widerständler sein, von dem ich in London so viel gehört habe. Das ist auch irgendwo genial, oder? Wer ist das? Harold Exner. Laut Auswärtigem Amt ein Wissenschaftler mit wichtigen Informationen für die Kriegsanstrengungen. Ah, das ist der Seine eine. Seine Tarnung ist aufgeflogen, was zu diesem Einsatz geführt hat. Ich sage es besser nicht bei der Besprechung, aber er hat einen Ruf als arger Hitzkopf. Okay.
Aber erst den die dann halt nicht mehr geschafft haben zu transportieren, ne? Der dann auch verstorben ist. Die Berghütte. Der Ort, wo zwischen mir und Leon alles begann. Ja. Oh. Das ist ein Waffenversteck. Seit Herr Gustav weg ist, nutzen Widerstandskämpfer diesen Ort als Außenposten. Krass, krass. Die braunen Schatten wissen es sicher zu schätzen, wenn Leon und seine Leute sie mit ihren eigenen Granaten bewerfen. Das war jetzt makaber. Die Alliierten können den Widerstandskämpfern nicht genügend Material schicken, weshalb sie noch immer auf ihre altmodischen Methoden zurückgreifen. Okay. Gut, das haben wir uns angeschaut. Gibt's hier noch was? Können wir durch das Fenster schauen? Nein? Okay. Da hinten war auch nichts. Und auf dieser Seite hier noch was? Scheint auch nicht der Fall zu sein. Gut, dann gehen wir jetzt auf jeden Fall raus und schauen, ob wir noch mit ein paar Leuten plaudern können. Oh ja, hier gibt es genug Leute zum Plaudern. Fangen wir hier unten mal an. Okay, der Typ will anscheinend nicht mit mir reden. Oh, wen haben wir denn da? Wer bist denn du? Ach, das ist dieser Exner-Typ. Ist alles in Ordnung, Herr Exner? Sie wirken etwas nervös. Wenn es wegen Ihrer Flucht morgen ist, versichere ich Ihnen, Sie müssen sich keine Sorgen machen. Leon ist der Beste für... Was morgen passiert, ist mir völlig egal. Was ist es dann? Es ist meine Frau, Andrea. Wie ich bereits Ihren Gorillas sagte... Gorillas? Ich kann nicht ohne sie weg. Ihre Frau? Ach, tut mir leid, Herr Exner, aber wir haben keine Befehle bezüglich... Ihre Befehle sind mir völlig egal. Ich gehe nicht ohne Andrea. Verstehen Sie? Das ist wahrscheinlich die weitere Tote. Das war bestimmt seine Frau. Sie halten mich für ein Schwein, nicht wahr? Ein egoistisches Schwein, das Leben anderer für die Frau, die er liebt, riskiert. Das denken Sie doch alle, oder? Es liegt an Ihnen, dazu habe ich keine Meinung. Sie haben nur Angst. Oh, ich weiß es nicht. Sie haben nur Angst, Angst vor dem, was kommt, oder Angst, sie zu verlieren. Da kann man alles reininterpretieren. Ich weiß nicht, was ich drücken soll. Nein, ich glaube, sie haben einfach nur Angst. Um sich selbst und die Frau, die sie lieben. Und Angst bringt nicht unsere besten Seiten zum Vorschein. Ich übernehme die volle Verantwortung für mein Verhalten und erwarte kein Mitleid von Ihnen. Aber wäre etwas Verständnis zu viel verlangt? Ich meine, was täten Sie an meiner Stelle? Was täten Sie, wenn von Ihnen verlangt würde, zum Wohle aller Ihren Bergsteiger zu verlassen, den Sie so zu mögen scheinen? Denn genau das verlangen Sie gerade von mir und meiner Andrea. Sie würde dasselbe tun. Um ganz ehrlich zu sein, wenn ich an ihrer Stelle wäre, würde ich auch alle Register ziehen, um die zu schützen, die mir wichtig sind. Verstehe. Danke, Fräulein. Ja. Das steht auf jeden Fall fest. Sie ist zu emotional und auch, ja gut, obwohl sie jetzt schon etwas älter ist, aber damals war sie ja so jung und so Hals über Kopf verknallt, die würde, also 100 pro würde sie sich da für diesen hier entscheiden. Wir unterhalten uns später, Dana. Okay, auch wenn er jetzt nicht mit uns reden möchte. Oh, Jenny! Ja. Kann sie überhaupt mit einer Waffe umgehen? Was gibt's? Unglaublich, wie groß du geworden bist. Wie ist es dir denn ergangen? Ganz gut soweit. Oh. Ich will nicht ihren Vater ansprechen. Es ist unglaublich, wenn ich daran denke, dass du und Leon an der Seite von jemandem kämpfen, der von so weit wegkommt. Ja. Nachdem Leon ihn auf der Expedition in Baltaya gerettet hatte,
nahm Ludwigs Stamm ihn über die Wintermonate auf. Sie wurden unzertrennlich, wie Brüder. So sehr, dass Ludwig darauf bestand, mit Leon hierher zurückzukehren. Jetzt ist er unser leidenschaftlichster Mitstreiter, der Schrecken der braunen Schatten. Oh, ich will ihren Vater nicht ansprechen. Das ist bestimmt kein gutes Thema, aber okay. Ich habe gehört, dass die Hütte vor ein paar Jahren von den braunen Schatten geschlossen wurde. Euer Netzwerk hat offenbar das Beste daraus gemacht. Aber was ist mit Herrn Gustav? Ist er tot? Nein, ist er nicht. Obwohl, für mich könnte er es gerne sein. Autsch. Bis später, Leni. Na, also na, Hauptsache, allen geht's gut. Mehr oder weniger. Ja. Ich kümmere mich um das Funkgerät. Okay, und bevor wir zum Funkgerät gehen, laufe ich nochmal ganz nach oben, weil ich dort ja was ausgelassen habe. Meine perfektionistische Ader kommt hier durch. Ich kann das nicht. Ich muss da hoch und mir das anschauen, was es war. Zack. Eine kleine Runde drehen. Einmal hier drüber. Zack. Nochmal nach oben. So, wo ist das kleine Ding? Wo habe ich dich hier gesehen? Dam, da, dam, dam, dam. Hier war's. So. Herrn Gustavs altes Radio. Ich erinnere mich an die vielen Sommerabende, die wir damit verbracht haben, Hörspielreihen zu lauschen. Alles klar. Also es ist doch ein Radio, aber nicht das, was wir brauchten. Und ich kann das hier mitnehmen. Das ist der Funksender, den Herr Gustav zusammengebastelt hat, um den schlechten Funkwellenempfang hier in den Bergen zu verbessern. Den sollte ich für mein Funkgerät verwenden können, um London zu erreichen. Aha. Vorarlberg-Antenne. So, so. Wenn diese Antenne angeschlossen ist, muss sie sich öffnen lassen. Mhm. Huch, was ist denn das? Oh. Es muss etwas anderes geben, was ich da einstecken kann. Okay. Aha. Cool. Es muss etwas anderes geben, was ich da einstecken kann. Oh, ich kann das auch noch... Huch. Nee, warte mal. Ich muss die alle komplett rausmachen. So. Und dann kann ich es bestimmt da gleich einstöpseln irgendwo. Dann war das ja die richtige Entscheidung, hier nochmal hochzugehen. Wir brauchen das Teil bestimmt gleich bei dem anderen Radio-Ding. So, gehen wir wieder runter. Ich habe so einfach im Gefühl, dass Leni bestimmt irgendeinen Mist baut gleich und deswegen die alle umkommen. Ich wette sowas von drauf. Und deswegen wollte sie auch nicht bei dieser einen, wo es, als wir in Wagen waren, da haben wir ja gelesen, dass Leni sich, ja, nicht feiern lassen wollte, ne? Dass sie bei diesen bei diesen Feiern halt nie dabei sein wollte, ne? Und nicht gefeiert werden wollte als Widerstandskämpferin. Wetten deswegen, weil irgendwas schiefgelaufen ist? Ich wette drauf. Und warum bin ich jetzt rausgegangen? Automatisch, weil ich über Leni rede, bin ich zu ihr hingelaufen. Aber ich wollte eigentlich zum Radio. Ja. Ich bin mir da sowas von sicher, dass die Mist gebaut hat. Arg, und dabei waren wir so nett zu ihr. So. Kann man so untersuchen? Hier, das ist das Ding. Da können wir das bestimmt reinpacken. Oh, wir haben eine Waffe. Okay. Das sollte das Signal verstärken. Perfekt. Müssen wir da noch was drehen oder so? Kann das sein? Ah. Wow. Wow. Okay. Was mache ich jetzt damit? Wow. Ich kann das hoch und runter machen. Und dann? Wow. Das wird ja eine richtige Antenne. Wie cool ist das denn?
Das sieht voll cool aus. Gut, und das Ding? Und jetzt? Kann man das irgendwie starten oder so? Aha, es ist jetzt auf jeden Fall an. Gut. Und jetzt zuhören? Nichts. Ich sollte das Funkgerät erst einschalten. Ja, das wäre eine gute Idee. Wie schalte ich das Ding an? Mit diesem Teil des Funkgeräts empfängt man Nachrichten. Mit diesem Teil des Funkgeräts empfängt man Nachrichten. So, erstmal anmachen. Ich brauche meine Dokumente, um die richtige Einstellung zu finden. Sie sind in einer Seitentasche meines Rucksacks. In der Seitentasche Rucksack? Hier hatten wir nicht irgendwo... Wo haben wir denn den Rucksack? Oh! Stimmt, wir können Danas Tagebuch ja jetzt auch nochmal lesen. Ist das viel? Wahrscheinlich, ne? Egal, wir lesen das jetzt einfach, weil ich das jetzt durchziehen will, damit wir alle Tagebücher haben. 20. Juni 44, liebes Tagebuch, jetzt ist es nicht mehr lange, bis ich zu meinem Einsatz aufbreche. Also dachte ich, ich schreibe ein paar Gedanken nieder, um mich etwas abzulenken. Es ist ein paar Monate her, dass ich erfahren habe, dass Leon noch lebt. Und doch kann ich es immer noch nicht glauben. Jedenfalls werde ich morgen über den Bergen von Wagen abspringen. Ich stoße auf der Hütte am Silberspiegel zu Leon und seiner Widerstandsgruppe. Seltsam, genau dort haben wir uns das erste Mal gesehen. Hat alles zwischen uns begonnen. Herr Gustav wird nicht mehr da sein und die Hütte steht wohl leer und wird nur als Außenposten für die örtlichen Widerstandsgruppen benutzt. Oder genutzt. Eine Spitze. Ich sollte wegen des Fallschirmabsprungs nervös sein, aber das ist es gar nicht, was mir Sorgen macht. Ich bin aufgeregt wegen des Wiedersehens mit Leon. Kennt er mich noch? Ich weiß, dass London ihn darüber informiert hat, dass ich diejenigen bin, die den Einsatz leiten soll. Aber ich kann nicht wissen, was Leon davon hält. Wird er mich noch lieben? Sollte ich über Anna sprechen oder sollte ich ihm den Schmerz ersparen, von dieser furchtbaren Tragödie zu erfahren? Ich glaube, sie hat sich dazu entschlossen, ihm nichts zu erzählen, glaube ich. Leni wusste ja auch nichts davon. Naja, sie muss es ja auch Leni nicht erzählen. Ne? Ich schlafe besser etwas. Ich muss mich auf den Auftrag konzentrieren. Der Zivilist, den ich in die Schweiz bringen soll, ist wichtig für die Kriegsanstrengungen und daher für den Kampf gegen die braunen Schatten. Daran muss ich jetzt denken, nicht an Leon. Aber dennoch, Leon, nach all der Zeit. Und was wenn... Ja, okay. Ah, ja. Aber jetzt hat sie ihn ja schon getroffen. Wo ist denn ihr Rucksack? Ich kann mich nicht erinnern, dass wir einen Rucksack hatten. Hä? Aber das ist doch ihr Rucksack, oder nicht? Ja. Also. Das hier brauchen wir, um das einzustellen. Warum habe ich gerade ein Déjà-vu an dieses... an diesen Automaten von Vorarlberg mit dem Musikding. Da hatten wir ja auch so Sachen, die mir nichts geholfen haben. Um eine Nachricht über Funk zu empfangen, nutzen Sie bitte unten stehende Korrespondenztabelle. Der Empfänger des Briefes enthält seinen Code auf der Frequenz, die durch den Kontaktcode hergestellt wird. Code, Frequenz. Okay. Was haben wir da? Bitte folgen Sie untenstehenden Schritten, um Ihren Verbindungsoffizier zu kontaktieren. Entschlüsseln Sie untenstehenden Kontaktcode, um die Sicherheitsfrequenz zu erhalten. Siehe Anhang. Ich schreibe mir das ganz kurz hier auf. Gut, dass ich einen Zettel in der Nähe habe. So, 2111.12.121.21. So, stellen Sie die erhaltene Sicherheitsfrequenz am Empfänger Ihres Gerätes ein. Am Empfänger die Frequenz, Sicherheitsfrequenz. Okay. Ihr Verbindungsoffizier teilt Ihnen dann über den Empfänger Ihres Gerätes eine neue zu entschlüsselnde Übergangsfrequenz mit. Stellen Sie diese neue Übertragungsfrequenz am Sender Ihres Gerätes ein. Und danach geht es zum Sender.
nach der neuen Frequenz. So. Sprechen Sie über den Hörer Ihres Geräts mit Ihrem Verbindungsoffizier. Okay, das macht Sinn. So, was haben wir da? Oh no. Oh no. Morsecode. Ich hasse Morsecode. Ich kann sowas nicht. Okay. Ich mache davon kurz ein Foto. Das kann ich mir ja schlecht aufschreiben. So.